Weihnachtszeit, immer noch hier, da, 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 da. Ja, es ist der 10. September, ich habe lange überlebt habe ich auch, aber ich habe auch lange überlegt, mit welchen Worten ich diese, ja, ich gehe mal von aus, bahnbrechenden Folge einleite. Mit welchem Thema? Und da bin ich auf Marzipankartoffeln gekommen. Denn die schmecken mir sehr gut, also Marzipan generell. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, Marzipan, So richtig so widerlich, so die sind so richtig angewidert. Marzipan, warum hast du mir das geschenkt, du Ekelhafter? Dabei ist Marzipan doch eigentlich so lecker, ja? Marzipan ist doch unglaublich lecker. Das ist doch eigentlich Mandel zerquetscht mit Zucker. Wie kann das, also das muss ja schmecken. In vielen Marzipan-Sachen muss man aber aufpassen, ist Alkohol drin. Da achte ich natürlich drauf, dass ich mir welches nehme, wo kein Alkohol drin ist. Aber ja, Marzipan ist eigentlich unheimlich lecker. Und ich habe mich immer gefragt, in so eine Marzipankugel, ja, es gibt ja diese Marzipankartoffeln, heißen die ja. Die gab es immer so, da waren immer so 15 Stück oder so in so einer Tüte drin für, sagen wir mal, 1,80 oder 1,69. Oder manchmal auch 1,97. Oder auch 1,83. Und ich habe mich immer gefragt, wie viel Mandeln braucht man, also wie viel Rohstoffe braucht man, gerade von den Mandeln, die ja nicht so günstig sind, um so eine Marzipankartoffel herzustellen. Und dann bin ich auf eine Summe gekommen, dass Marzipankartoffeln eigentlich niemals unter 2 Euro kosten könnten. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich wollte mir letztens so eine Marzipankartoffeln kaufen und habe dann gesehen, dass 8 Stück 3,80 Euro oder so kosten. Da ist jetzt natürlich die Frage, ist dieser Preisanstieg von 5000% gerechtfertigt oder nicht? Ja? Ich habe sie liegen lassen und werde mir, wenn ich ein bisschen gespart habe, mir doch mal so ein Tütchen kaufen. Gut, spannende Geschichte. Ja, ihr wisst ja noch, was im letzten Brief vorkam. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Theo. Ja. Er hatte einen hässlichen Hut auf. War ich ein bisschen sauer drüber. Hab ihm meine Meinung gesagt und bin dann leicht ausgerastet. Zu Recht. Und ja, ich habe das Antwortschreiben gefunden von meinem Bruder Vincent van Gogh. Benjamin, Theo hat mir auch geschrieben. Er hat mir noch einmal genau geschildert, wie du ausgerastet bist. Ich finde es entsetzlich, was du ihm angetan hast. Wir sollten doch als Familie zusammenarbeiten. Ich finde es auch widerlich, dass du ihm als Hundersatz eine Mattel-Spielzeugfigur geschenkt hast. Mit den Worten, mit diesem Tier hast du sicherlich mehr Spaß. Benjamin, Battlecat ist nicht echt. Du kannst Spielzeug nicht mit seinem geliebten Hund Schwaul vergleichen. Dann gibst du ihm auch noch 3 Dosen Katzenfutter für Battlecat mit, damit er das Gefühl hat, ein echtes Tier zu pflegen. Manchmal vermute ich, dass du an Schwachsinn erkrankt bist. Suche bitte einen echten Arzt auf und lass dich untersuchen. Nein, ich sehe dich schon wieder auf dem Markt nach einer Figur von Dr. Who suchen. Erkundige dich bitte nach einem richtigen Arzt. Dein dich noch liebender Bruder Vincent van Gogh. Ja. Dieser arrogante Mistbrief hat mich ein bisschen verletzt. Ich habe nichts getan. Ich bin immer für die Familie da. Das hier ist ja auch schon ein paar Jahre alt hier, dieser Briefverkehr. Und da war Weihnachten für mich erstmal gestorben nach so einem Brief. Ja? Und die werden sich noch wundern, was sie davon haben. Habt ihr euch Weihnachten auch mal so richtig gestritten in der Familie? Gab es da mal sowas?
erzählt, mal so richtig mit Streit und nach Hause gehen und Tränen und so eine Sachen. Würde mich immer interessieren. Ansonsten bis zum nächsten Türchen. Euer Benjamin. Eine Rotz- und Wasser-Produktion.